Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt hier einmal für dich, was möchte ab dem morgigen Tag, Montag, Dienstag und Mittwoch auf dich zukommen. Alle Kartenlecks findest du in der Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Noch zu beschieben.
So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte hier jetzt einmal für dich. Ich sehe, dass du keine Zeit verschwendest. Du bist in einem Neustart deines Lebens. Durchbruch in deinem Leben, starke Transformation, die sich zeigt. Deine Entfaltung, Gegebenheiten, wo du dich nicht entfalten konntest. Generell, es um Entfaltung geht in Form. Kinder, Wachstum, etc., 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 ja, diese Entfaltung an sich, diese natürliche Entfaltung an sich. Du bist in einer enormen Veränderung, eine enorme Veränderung zeigt sich, ein enormer Wandel zeigt sich in deinem Leben. Transformatorische Gegebenheiten, die sich mit einer Turbulenz, es geht mit einer enormen Turbulenz einher, es zeigt sich etwas Stürmisches. Es ist wie, als ob ein Sturm aufzieht in Gegebenheiten, wo man jetzt keine Zeit verschwendet. Ich sehe, dass der Weg frei gemacht wird. Frei. Dein Weg ist frei. Dein Weg ist geebnet. Ich sehe, dass ein enormer Neustart in deinem Leben stattfindet, in Gegebenheiten, Verletzungen, in Gegebenheiten. Was einst geschehen ist in deinem Leben, kommt jetzt eine enorme Veränderung auf dich zu. Eine enorme Veränderung wird sich zeigen. Ich sehe, dass du komplett Unerfülltes verlassen wirst. Du wirst es unmittelbar verlassen in einer Situation. Ich sehe, dass du wie der Eremit deinem Weg im Dunkeln folgst, im Dunkeln folgst, metaphorisch gesprochen. Der Weg ist dir hell erleuchtet. Ach, der Kelche, die Situation, wo du weitergehst, du ziehst weiter, du gehst weiter. Du bist in einer enormen Energie, bestückt mit einer wundervollen Lebendigkeit, Vielfalt. Alles, wo sich deine Entwicklung enorm entfaltet, das ist deine Entwicklung. Deine Entwicklung von klein auf, deine Steps von klein auf, deine Gegebenheiten, all in deinem Leben. Diese Dinge, die sich enorm entfalten. Ich sehe, dass du voller Zuversicht, hier schau dir das bitte mal an, Neumond, schon mit der Neumond-Energie prägend hin, tendierend dazu hin, dass du in Form deiner Entwicklung diesbezüglich eben auch bist. Ja. Ich sehe deine Visionen, du wirst enorme Visionen haben, du wirst enorme Visionen bekommen. Das bekomme ich hier, wo sich mehr und mehr jetzt bei dir entfalten wird. Ich sehe, dass du mit diesem einen Stab, du hältst diesen einen Stab fest und du gehst nach vorn. Du kennst deinen Weg, du kennst deine Dinge in deinem Leben. Du hast etwas zurückgelassen, du lässt Gegebenheiten zurück. Ja, das zeigt sich und das natürlich einhergehend mit einer enormen Turbulenz in deinem Leben. Es darf sein, denn diese Veränderung, dieser enorme Wandel, der jetzt geschieht, ist deinen Weg zu sehen, deinen Weg hell erleuchtet diesbezüglich eben auch zu sehen, ja, das zeigt sich. Diese enorme Entfaltung deiner, der Schritte, der Gegebenheiten, alles in deinem Leben. Du bist so intensiv in einer enormen Veränderung auszubrechen aus dessen natürlichen Wachstums, wobei sich hier dieser enorme natürliche Wachstum eben auch zeigt. Ja? Also in Gegebenheiten, wo dieser Wandel enorm diesbezüglich einhergehend sein wird. Mit Turbulenzen, es wird stürmisch, das, was ich eben auch schon sagte, du erkennst. Du erkennst, du hast definitiv in Gegebenheiten enorm wahrgenommen. Du wirst enorm wahrnehmen. Ich sehe, dass du enorm die Dinge jetzt klar siehst. Du siehst so klar. Ja, es ist intensiv. Natürlich kann es auch sein, dass es hier mit Brillen auch zu tun hat. Ich sehe, dass du klar siehst. Ja, also ich sehe, dass dieser Weg ist klar jetzt. Dieser Weg ist eindeutig und dieser Weg ist klar. Ja, also du wirst klarer sehen, du wirst klarer erkennen, du wirst klarer wissen, du wirst den Durchblick einfach haben. Ich sehe, dass du Ablenkungen ausblendest. Ja, also bitte auch im Straßenverkehr. Bitte nicht ablenken lassen, das nochmal nebenbei diesbezüglich eben auch, ja.
Ich sehe, dass etwas Enormes geschieht, wo du auf deine Abenteuerreise, das, was du für dich in deinem Leben antreten wirst. Ich sehe auch, dass Enormes dafür sorgt, was für viel Adrenalin. Es zeigt sich in enormer Vielfältigkeit in deinem Leben. Rasant. Die Dinge entwickeln sich sehr rasant, wo du jetzt für dich dieses erkennst. Ja. Also, auch hier Adrenalin zeigt sich in Gegebenheiten, in Form Liebe, auch das. Adrenalin ist etwas, was schnell nach oben geht und dann irgendwie abflaut, ja. Also auch das bist du in den Gegebenheiten, dass du klar erkennst, dass du klar siehst, ja. Du enorm wahrnimmst, deine Intuition, dein drittes Auge, du nimmst enorm wahr. Wir haben hier Downloads aus der Sphäre. Du wirst jetzt ganz, ganz viele Botschaften erhalten, unterschiedlicher Dimensionen, womit du in Verbindung stehst. Es wird sich ganz, ganz viel über dein Kronenchakra zeigen, generell zeigen, auf deinem Weg zeigen, auf deinem Pfad diesbezüglich eben auch zeigen, wo du intensiver und intensiver diesbezüglich eben auch wahrnimmst. Ja? Also es zeigt sich ein enormer, mit Beschleunigung, ein Download. Also für all die, die dann eben auch aus diesen Dingen dann eben auch schauen, auch dass du wahrgenommen wirst als ein anderes Wesen hier auf Erden. Ja, du bist in einem enormen Wandel. Du bist in einem enormen Wandel. Schau mal hier, vertraue den Jahreszeiten, begrüße den Wandel der Zyklen des Lebens, Übergang und Wachstum. Ein enormer Wachstum zeigt sich jetzt in deinem Leben. Du bist enorm gewachsen, du zeigst dich mit enormer Entfaltung, enormen Wachstum auszubrechen. Aus den Gegebenheiten. Enorm. Sehr, sehr intensiv. Ja? Könnte hier auch in Gegebenheiten sein, was mit Kindern zu tun hat. Wachstum, natürlicher Wachstum. Alles das, wo du eben auch diesbezüglich eben auch schaust. Ja, schau bitte da individuell für dich und wir haben für dich die Sonne. Freude, Vergnügen, Lebenskraft, Erfolg und Vitalität, spielerische Ansätze. Ja, also wirklich, wo du die Gegebenheiten lebst für dich, in der Lebendigkeit, wo du so, so viel wird dir jetzt zuteil, wo du einfach jetzt diese Dinge sehr intensiv auch wahrnimmst, ja, auch in Gegebenheiten, wo ist da die Entfaltung eingeschränkt, wo ist da die Freude eingeschränkt, wo sind da die Gegebenheiten, all in, ja, in Form Kinder, Tiere, was es auch immer ist, ja, auch das, dass sich Enormes dir jetzt zeigen wird, ganz, ganz Intensives und ganz, ganz Enormes, ja. Vertraue diesem riesengroßen Wandel, dieser riesengroße Wandel, der jetzt gerade im Werdegang diesbezüglich eben auch ist. Es bringt enorme Veränderungen mit sich einher. Ich bekomme es noch nicht mal, das kann für den einen oder anderen natürlich ein Umzug sein, aber ich bekomme es als riesengroßen Wandel, als riesen, immens großen Wandel, der gerade auf Erden diesbezüglich eben auch stattfindet und der mit enormen Entfaltung und stürmischen Aspekten diesbezüglich eben auch zu tun hat, wo die Stürme diesbezüglich eben auch aufziehen. Schauen wir weiter am darauffolgenden Tag. Was zeigt sich? Wir haben hier für dich die zwei der Münzen. Also du hast hier definitiv die Möglichkeiten, die Dinge in deinem Leben. Ich sehe, dass du bist unter ganz, ganz starkem Schutz. Auch das, dass du vor einer Gegebenheit jetzt vor die Wahl gestellt wirst. Auch in Form deiner Dinge. Ja, also irgendetwas wird kommen. Du wirst vor die Wahl diesbezüglich eben auch gestellt. In einer Situation, in Form jemand aus der Vergangenheit ebenfalls. Eine Gegebenheit, wo man sich immer entfernt hat. Eine Gegebenheit, wo man zu dir nicht stand. Eine Gegebenheit, wo man in Dingen einfach war.
Hier haben wir auch die Karte, irgendwann werde ich da sein und dir beweisen, dass ich mich verändert habe. Und es zeigt sich eine Situation, dass du dich nicht aufhalten lässt. Ja? Ist nicht für jeden so, bitte individuell für dich. Es ist etwas in deinem Leben, wo du auch vorgewahrt wirst. Es ist etwas in deinem Leben, auch in Gegebenheiten, wo jemand noch in einer Partnerschaft ist, jemand noch in Gegebenheiten ist, wo man nicht rauskommt. Ja, einfach nicht fair war, nicht fair gespielt hat, nicht fair zu dir diesbezüglich eben auch war. Und deswegen schau auf deine Intuition. Ja, natürlich auch Gegebenheiten im Außen. Schau da bitte. Etwas kann hier sein in Form. Etwas wird einfach aufgemacht. Das könnten Briefe sein, das könnte ein Paket sein, das könnte all in eben auch sein. Es könnte hier mit Einbrüchen zu tun haben, auch das. Wenn, dann weißt du das in Gegebenheiten eben auch. Ja? Zoll, Kontrollen, Visen, Pässe, etc. Insbesondere jemand aus einem anderen Kulturkreis stammend eben auch. In Gegebenheiten, wo du immer und immer wieder auch in einer Schwere warst, ungesunde Lebenssituation mit dieser Person, mit den Situationen und, ja. Auch dass jemand nicht aus dieser Partnerschaft eben auch raus konnte, etwas, wo es in den Unentschlossenheiten eben auch war. Jemand war unentschlossen. Diese Person möchte wieder auf dich zukommen, ja. Es ist die Gegebenheit, dass du weiterziehst. Es ist die Gegebenheit, wo du deinen Fokus hast. Es ist die Gegebenheit, dass du nicht variierst. Dass du kein drittes, fünftes Rad am Wagen diesbezüglich eben auch bist. Auch das. Es kann auch sein, dass du schon etwas veranlassen musstest. Das auch, ja. In der Angelegenheit, dass jemand da irgendwie keine Ruhe gibt. Das auch, ja, dass du es mit jemandem zu tun hast, der irgendwie meint, du wärst freiwillig. Das auch, ja, auch das in diesen Gegebenheiten. Wenn, dann weißt du das, ja, also generell Stalking, generell Gegebenheiten, wo man in diesen ungesunden eben auch ist. Auch Körperbewusstsein, Lebensweise, ja, auch bewusst so zu kontrollieren, auch in Form Essverhalten, ja, auch in Form Essstörung kann es sein, ja, auch das zeigt sich. Es kann hier speziell sein, dass man vielleicht schon von klein auf irgendwie eine Essstörung hat, kann sich etwas da eben auch zeigen. Ja, dass man generell da ganz genau schaut in Übergewicht oder Untergewicht, das auch. Ja, also das kann jetzt unterschiedlich dann eben auch sein. Dass es hier in den Dingen eben auch liegt, rapide, ganz rapide von Überschüssigen, also zu viel und zu wenig, ja, das bekomme ich hier. Also etwas zeigt sich dann in Form Körperbewusstsein eben auch, also das, dass man da Step by Step und nicht irgendwie auf einmal, ja, also es kann sich etwas zeigen, wo man ganz, ganz viel abgenommen hat oder ganz, ganz viel zugenommen hat. Also das ganz, ganz unterschiedlich in Dingen eben auch, ja. Was sich da natürlich bei der Haut bemerkbar eben auch macht. Also es geht einmal um dieses, da eben auch eine Balance zu finden. Also einmal irgendwie ganz, ganz viel und dann irgendwie gar nichts. Ja? Das bekomme ich auch. Generell schau auf deine Intuition, ist ganz, ganz wichtig. In den Gegebenheiten eben auch. Es zeigt sich definitiv etwas in der Beobachtung, es zeigt sich definitiv etwas in der Überwachung. Ja, ob jetzt generell das in Form des Körpers ist, ob das im Lebensbereich in Form Gewicht sich eben auch zeigt oder in anderen Gegebenheiten. Ich sehe definitiv, dass streng beobachtet wird, streng kontrolliert eben auch wird. Ja, sehr streng. Ob du es da generell mit jemandem zu tun hast, der in Form Stalking da intensiv unterwegs ist, ja, was es da sich eben auch zeigt oder in anderen Gegebenheiten, da schau bitte für dich, dass da ganz genau kontrolliert und beobachtet wird. Das kann auch in Form Verfahren sein, also auch das, ja, Gegebenheiten, die du im Außen erfährst, Gegebenheiten, wo du vielleicht drin bist, Gegebenheiten in diesem, ja, jemand ist sehr, beobachtet alles. Alles, 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 alles ist auch sehr stark Religion und Glaube, definitiv auch. Also nicht nur das, es ist so jemand ins Visier nehmen. Also es könnte etwas mit Waren zu tun haben, auch das. Die Form Einbrüche, Diebstahl, Kratzer, was auch immer, ist nicht für jeden.
jemand in der Liebe, der rein Aspekt vom Religiösen kann das sein, rein Aspekt von Gegebenheiten, sich da selber im Weg zu stehen. Auch das, etwas nicht in Bewegung zu bringen zu können, auch in den Dingen. Also generell geht es hier um All-In, etwas in Bewegung eben auch bringen. Generell geht es um Bewegung, der Bewegungsablauf, ja, die kleinen Steps. Das können bei dem einen die ersten Steps, die kleinen Steps sein oder aber auch die, ja, je nachdem, was du eben auch tust in täglichen Aktivitäten, körperliche Aktivitäten in Form Vitalität, in Form deines Powers, deiner Kraft, was du zu dir nimmst. Wir hatten hier schon die Vitalität eben auch, ja. Auch in den Dingen, dass etwas irgendwie eben auch schwer ist, ja. Aufgrund Gegebenheiten, dass jemand sich auch einfach so rausgezogen hat, jemand einfach gegangen ist, jemand sich den Dingen eben auch nicht irgendwie ja auch stellen konnte. Ja, also es fällt einem schwer, etwas in Bewegung eben auch zu bringen, wo der eigene Schatten einem eben auch im Weg steht. Ja, es könnte hier mit gewissen Frustrationen eben auch zu tun haben, ja, mit unterschiedlichen Aspekten eben auch in der Liebe. Wir haben hier die Verschmelzung in der Liebe und wir haben hier, irgendwann werde ich da sein und dir beweisen, dass ich mich verändert habe. Und jemand ist in den Dingen, dass man sich verändert hat. Jemand ist in den Dingen, dass man jetzt diese Chance von dir möchte. Aber irgendwie ist das das, wo man ja nicht in die Fortschritte irgendwo seiner gehen kann, ja, weil man zu viel in diesen Gedanken ist, weil man zu viel in den Dingen eben einfach ist, er irgendwie auch feststeckt in Gegebenheiten. Zeigt sich hier schon in den Dingen, dass sich etwas sehr, sehr stürmisch irgendwo vonstatten gehen soll, trotz alledem du relaxed bleiben sollst, ja, also es ist ganz, ganz wichtig, wir haben hier, also ich bekomme sehr viel, was in den Dingen ist, von Sturm, ja, Turbulenzen, die sich dann eben auch zeigen. Auch das, ja, dass dein eigener Schatten dir nicht im Weg stehen sollte, um die Dinge für dich in die Entwicklung eben auch zu gehen. Also insbesondere an diesem Tag, ja, wo fühlst du dich vielleicht unwohl? Wo ist es das, wo du ja einfach so elanlos bist, kraftlos bist, kein Power hast eben auch, ja. Ganz, ganz unterschiedlich. In der Liebe ist es ganz, ganz eindeutig, dass jemand sich rausgezogen hat aus seiner Situation, eben auch nicht ehrlich zu dir war, eventuell noch in einer Partnerschaft, religiöse Gründe, alles das, was ich eben auch schon sagte. Wir haben hier die Klarheit, du wirst definitiv Klarheit bekommen, denn wir haben hier verborgen und doch sichtbar für alle große Mysterien, Lernen und Lehren, auch in Form deines Wissens, ja, was auch immer du tust, dass es deine Entwicklung an sich ist, dass du dich enorm da entwickelst in den Dingen, aufgrund dessen, was du erlernst, aufgrund dessen, das, was du für dich verwirklichen möchtest. Es könnte sein, dass du schreibst, es könnte sein, das kann alles sein, wo du gerade in deiner Entwicklung diesbezüglich eben auch bist, was du für dich machen möchtest. Ich sehe, dass weise Lehren dir zuteil werden, weise Entscheidungen werden getroffen, sehr, sehr weise Entscheidungen. Etwas, was auch sehr vertraulich behandelt wird, auch das, ja, in Gegebenheiten. Schweigepflicht etc. Das kann All-In sein. Schau bitte in einer Situation. Ja, vielleicht hat man hier irgendwas am Wagen eben auch gemacht. Oder generell geht es um einen Einbruch. Wenn, dann weißt du das eben auch in den Dingen. Und dass jetzt diesbezüglich eben auch du sehr viel Klarheit eben auch bekommst. Ja, Klarheit, ein Neuanfang erwartet dich, positive Aussichten. Also es wird klarer, es klärt sich etwas auf. Ja. Etwas, was hier auch mit den frühen Morgenstunden im Zusammenhang diesbezüglich eben auch stehen könnte. Auch das. Du bist in den Dingen, überstürze nichts, ja. Alles Step by Step diesbezüglich eben auch. Vielleicht möchtest du abnehmen, was auch immer es ist in deinem Leben. Du wirst deinen Weg gehen. Das liegt hier ganz, ganz eindeutig mit deinem Neubeginn. Du hast zweimal den Neubeginn eben auch, der sich dann hier schon gezeigt hat. Schauen wir weiter auf den darauffolgenden Tag. Also auch in der Liebe bist du im Neustart, wirst du im Neustart sein. Jemand, der natürlich auch immer variiert hat, auch das.
wo du dich generell nicht von den Dingen eben auch aufhalten lassen wirst. Jemand hat das nicht zuerst genommen mit der Liebe oder generell etwas, da eben auch nicht. Schauen wir weiter auf den dritten Tag. Es geht hier definitiv um die nächsten Steps, um den Aufbau. Ja, also dass du da diesbezüglich im Aufbau bist, etwas möchte aufgebaut werden. Generell gibt es hier Gegebenheiten, die sich dann eben auch im Ausland zeigen. Es gibt Gegebenheiten, die sich aus religiösen Hintergründen diesbezüglich eben auch zeigen. Auch bekomme ich hier sehr, sehr jung zu heiraten. Also auch das, ja, in den Dingen. Die Wahl zu haben, auch sich jemand rauszusuchen, auch das. Jemand, der vielleicht auch ganz, ganz jung geheiratet hat. Jemand, der es vielleicht auch musste. Ja, also ganz, ganz unterschiedlich. Es sind enorm religiöse Ansätze. Das zeigt sich. Also das bekomme ich hier immer und immer wieder. Generell noch einmal bist du im Aufbau. Es könnte etwas sein, was sich dann diesbezüglich eben auch international eben auch zeigt. Nee, international, national dann eben auch. Es zeigt sich etwas mit der Botschaft, was auch immer es das für dich heißen eben auch mag. Auch da, ich sehe etwas, was im Dolmetsching eben auch ist. Ja, auch das. Ich bekomme eine Ausschreibung in unterschiedlichen Stellen. Eine Ausschreibung in unterschiedlichen Stellen. Irgendwo bewirbst du dich, ja. Irgendetwas möchtest du tun. Und da willst du dich anmelden. Du meldest dich für etwas an. Ja, ob das jetzt, das kann all in sein, also was es zu tun hat mit Dolmetsching, was es zu tun hat mit Dingen eben auch. Ja, ich bekomme hier auch ein Visum, unterschiedliche Gegebenheiten eben auch. Etwas, was sich für dich als große Chance und Möglichkeit zeigt. Ich bekomme immer wieder Dolmetsching. Ja, also auch in Stellenausschreibungen, dass die diesbezüglich eben auch stattfinden. Ich sehe, dass jemand lange festgehalten wurde in einer Situation. Noch einmal, es ist in einer Situation, wo du die nächsten Steps gehst. Vielleicht ja, heiratest du oder vielleicht bist du da schon in einer Partnerschaft oder gehst Partnerschaften generell dann eben auch ein. Ja, also auch mal im Beruflichen, dass du Partnerschaften und Verträge dann eben auch ja, im Ausland diesbezüglich eben auch machst. Auch das, was sich da in den Dingen in Form Kooperationen eben auch bei dir zeigen könnte. In unterschiedlichen Angelegenheiten wird jetzt einiges auf dich eben auch zukommen. Ja, also viel, viel Wissen wird dir zuteil. Du lernst ganz, ganz viel dazu. Ja, in dieser großen Veränderung lernst du ganz, ganz viel dazu. Dir wird ganz, ganz viel Wissen diesbezüglich eben auch zuteil. Ich sehe auch, dass jemand hier enorm immer festgehalten wurde. Ja, also jemand konnte nicht so, wie man wollte. Jemand war es einfach nicht möglich. Ja, und es kann in diesen Gegebenheiten eben auch sein, dass viel, viel, viel geschieht, wo jemand auch festgehalten wird. Auch das, ja, aufgrund, ich weiß nicht, das können hier unterschiedliche Angelegenheiten eben auch sein, wo sich das in den Kontrollen diesbezüglich eben auch zeigt. Auch das, ja. Also auch jemand, der vielleicht nicht zu dir kommen konnte, jemand, der da Gewisses immer erfüllen musste erstmal. Ja, man muss Gewisses erfüllen, das zeigt sich auch in Form Vorschriften. Auch das, ja, Vorschriften in Form, dass es da bestimmte Vorschriften eben auch gibt. Im Ausland andere Vorschriften gibt oder da bei dir und da gibt es andere Vorschriften. Ja, also da ist dann dieses und da ist dann jenes. Das kann alles sein, ja, das kann hier in Gegebenheiten polizeiliches eben auch sein. Das können unterschiedliche Ämter diesbezüglich eben auch sein. Es muss erstmal irgendetwas geprüft werden. Durch das Göttliche, das Universum, bekommst ganz, ganz viele Zeichen. Die Engel senden dir ganz, ganz viele Zeichen in einer Situation. Auch in Form, dass du gewarnt wirst eben auch für etwas. Auch das, ganz, ganz unterschiedlich eben auch. Ja? Also was wir da eben auch schon in den anderen Decks dann eben auch hatten. Es ist etwas, was du definitiv schon auf dich zukommen siehst. Du nimmst sehr intensiv eben auch wahr. Du siehst es schon auf dich zukommen. Schau mal hier. Ich sehe, dass du in ganz, ganz neuen Wegen sein wirst. Ich sehe, dass du durch eine Situation in ruhiges Gewässer kommst. Ich sehe, dass du durch eine Situation jetzt diese Turbulenzen einfach, dass das rausgeht. Es geht raus. Also das, was für dich in dieser enormen Anstrengung war, bekommst da die Hilfe, die Unterstützung, die Personen, die an deiner Seite diesbezüglich eben auch sind, dass du da für dich in die nächsten Ansätze gehen kannst. Ich sehe auch sehr viel Druck ist in einer Situation. Hier könnte es generell für Druck
Also Druck ausübung sorgen, auch das, ob das im Außen ist, ob das in deinen Gegebenheiten ist, ich sehe die Maßnahme im Druck. Jemand möchte Druck ausüben oder jemand hat Druck ausgesetzt. Jemand möchte Druck ausüben, ja. Und da bist du in diesen Dingen, dass du eben für dich, dich da aus dieser Situation befreist, vom ganzen Umstand der Situation. Ja, also in der Form, du musst dieses, du musst jenes und das musst du und das musst du und das musst du. Hier liegt sehr, sehr viel im Muss drin. Ja, und ich sehe, dass du da in diesen Dingen in der Entfaltung einfach sein möchtest. Diese enorm, dieser natürlichen Entwicklung. Also, dass du dich da, weil ich sehe, dass von außen Druck ausgeübt wird. Ja, das sehe ich enorm. Und du einfach, du nimmst dieses, du möchtest in diese ruhige, du möchtest einfach das ruhig und entspannt angehen lassen. Ganz, ganz ruhig und entspannt. Vielleicht musstest du immer da unter Druck, ja. Auch das, eins der Erde. Also es ist definitiv das, dass du große Chancen und Möglichkeiten jetzt auf dich zukommen. In deiner Entfaltung eben auch, dass du große Chancen und Möglichkeiten diesbezüglich eben auch haben wirst. Deine Entfaltung, also das alles, was ich schon sagte, deine Kreativität, deine Dinge in deinem Leben, dein Neustart in deinem Leben, deine Zielausrichtung an sich. Ja, dass du da diesbezüglich Ziele in deinem Leben hast, Ziele verwirklichen möchtest. Welche Ziele hast du im Leben, die du dir dann verwirklichen möchtest? Was ist dein tiefster Herzenswunsch dann eben auch? Ja, dein Herz diesbezüglich da, wo du dein Herz öffnest und deine tiefsten, sehnlichsten Herzenswünsche diesbezüglich eben auch folgst. Und das kann ganz, ganz unterschiedlich eben auch sein, von Gruppe zu Gruppe, oder du bist schon in deiner Entfaltung, wo du deine Herzenswünsche einfach lebst. Du lebst das, was du möchtest. Du lebst das, was dir gefällt. Ja, und es kann auch sein, dass jemand in Form Ablehnung eben auch war. Dass man gesagt hat, du musst erst dieses, du musst erst jenes und dann kannst du dir erst was verwirklichen. Du brauchst gewisse Referenzen. Das kann es auch sein, dass jemand eben ganz, ganz intensiv in den Dingen ist, in diesem Pflichtbewusstsein. Dann musst du dieses tun, dann musst du jenes tun, dann musst du das bewältigen und dann brauchst du noch das und dann musst du noch dieses. Auch das. Und du spürst für dich, ja, auch das kann auch dein Gegenüber sein, und du spürst einfach für dich, dass viel zu viel Druck ist, ja, dass wirklich viel zu viel auf dir haftet, generell an dir haftet, was noch mehr Druck eigentlich ausübt, ja, dass es etwas ist, wo du dann einfach gar nichts mehr möchtest oder nicht mehr weißt, was du letztendlich da möchtest, weil jemand ist hier im Ghosting. Ja, also jemand ist in den Dingen, dass man einfach durch zu starken Druck, der irgendwo ausgeübt wird, ob es Leistungsdruck ist, auch der Leistungsdruck, schulische Aspekte etc. etc. ganz, ganz unterschiedlich dann eben auch, dass du da keine Erleichterung verspürst. Schau mal hier. Der Silberstreifen, Erleichterung, Hoffnung, Gnade. Könnte sein, dass jemand immer eben auch Druck ausübt, dass jemand sagt, du musst. Jemand lehnt etwas ganz, ganz Bestimmtes eben auch ab. Du brauchst erst Gewisses, um in die Steps dann eben auch zu gehen, um in die Schritte eben auch zu gehen. Ja, also es ist so, dass so diese Erleichterung, dass irgendetwas sich zeigt, wo du irgendwas so akzeptieren einfach sollst. Auch das, ja, in den Dingen. Dass jemand darauf besteht, das muss so sein. Und anders geht es nicht. Also ich sehe, dass starker Druck abverlangt wird. Enorm starker Druck abverlangt wird und ausgeübt wird. Das bekomme ich hier. Also dass du in Gegebenheiten vielleicht bestimmte Referenzen für etwas haben musst. Auch das, da wirst du mit einer Person da diesbezüglich eben auch sprechen. Und diese Person verlangt bestimmte Referenzen von dir. Ja, du musst erst dieses tun, du musst erst jenes tun und dann kannst du erst. Ja, dann kannst du erst in diese Steps da diesbezüglich eben auch gehen. Schau da bitte individuell für dich eben auch. Ja, jemand verlangt sehr viel. Könnte auch in einer Partnerschaft sein, dass der Partner, die Partnerin sehr, sehr viel eben auch verlangt. Ja, es könnte hier in der Ehe etwas sein, wo man da diesen Ehevertrag einfach hat. Ja, man muss irgendwie diesen Ehevertrag einhalten. Auch das. Denn irgendjemand weint in der Einsamkeit. Jemand ist einsam ohne dich. Jemand möchte aus einer Partnerschaft raus. Auch das.
Ja, jemand kommt nicht raus, weil der andere Partner eben nicht einsieht, sich vielleicht scheiden zu lassen oder generell aus den Verträgen rauszukommen. Ja, also es ist etwas, wo man sehr stark unter Druck gesetzt wird. Ja, könnte auch im Zusammenhang stehen mit Kindern. Man wird unter Druck gesetzt, weil dann so und so und so. Der Klassiker. Ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben hier die heilige Vereinigung. Hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Also ihr seid in einer heiligen Verbindung. Ihr seid in den Dingen, wo dauerhaft irgendetwas geschieht bei dieser Person, bei dir, bei euch, unabhängig voneinander. Ja, wo dauerhaft etwas diesbezüglich eben auch ist. Und ich sehe, dass du in einer enormen Entwicklung bist. Ich sehe auch, dass jemand dich höchstwahrscheinlich in der Vergangenheit unterdrückt hat, dass es ihn höchstwahrscheinlich auch von klein auf eben auch war, dass jemand dir gesagt hat, du bist nichts, du kannst nichts und. Und du bist jetzt aber in diesen Dingen, dass du bist enorm. Es zeigt sich sowas Intensives, wo andere Personen dir nicht zugetraut haben. Ja, weil auch immer, das kann sein, dass du keinen Abschluss hast, was auch immer es ist. Ich sehe, dass du dir selber gewisse Dinge beigebracht hast, ja. Hier haben wir, vergiss niemals die Taten anderer Personen, die dich verletzten. Ja, es ist hier etwas, wo man von klein auf gesagt hat, ja, auch das, wo man dir nicht zugetraut hat. Und du bist aber so intensiv in deiner eigenen Entwicklung, wo die Personen haben dich in der Vergangenheit abgelehnt, ja. Diese Personen wollten etwas nicht. Was auch immer es ist, diese Personen wollten vielleicht nicht mit dir oder was auch immer. Und du bist in diesen Gegebenheiten, ja. Du hattest es schwer. Schwer. Und du bist aber raus aus diesen Gegebenheiten, ja. Es zeigt sich ein Konzept in Form enormer Zwang, ja, das eben auch, dass du wirklich auch den Herzensweg deiner eben auch folgst. Ich sehe, dass du deinen eigenen Kopf hast. Ich sehe, dass du nicht in eine Kategorie gesteckt werden kannst, so wie das, der Hund hier das Schleifchen drum hat. Ja? Das sehe ich, dass du dich auf eine andere Art und Weise entwickelt hast, entfalten wirst. Das sehe ich. Also man kann dich nicht irgendwie in eine Situation zwingen, reinbringen. Ja, du gehst nach deinem eigenen Weg. Vielleicht warst du schon als Kind immer ganz, ganz anders. Ganz, ganz, ja. Du passt das vielleicht nicht in diese Gruppe rein, dass du vielleicht auch immer abgelehnt wurdest. Und heute zeigt sich eine Gegebenheit, dass du in deiner Verwirklichung bist, in deiner enormen Verwirklichung. Entweder hast du schon definitiv oder du bist in den Dingen, ja. Also keiner hat dir je irgendetwas zugetraut. Du bist in deiner Liebe hier. Ich weine in der Einsamkeit. Jemand weint in der Einsamkeit. Jetzt weint man. Ich sehe, weil du dich alleine entfaltet hast. Du hast dich alleine, ganz alleine entwickelt. Du hast selber gelernt, du hast selber etwas dir beigebracht. Alles hast du dir selber beigebracht. Denn du kennst deine Ziele, wir haben hier, was sind deine Ziele, wo siehst du dich in der Zukunft vorwärts gehen. Du bist auf deinem Weg, du bist definitiv auf deinem Weg. Absolut, irrelevant, genderneutral, wie du hier schaust, du bist auf deinem Weg. Ja, du lässt dich nicht in eine Kategorie stecken. Es kann einmal sein, dass du deinen enormen Glauben hast, gleichzeitig aber nicht einer Religion zugehörig bist. Ja, das einmal. Es kann ganz, ganz unterschiedlich eben auch sein. Ja, das kann sowohl als auch sein. Schau bitte individuell für dich. Alles, alles Liebe, alles, alles Wundervolle. Du folgst deinem Herzensweg. Fühl dich umarmt. Bis dann.